Hallo zusammen, hier ist wieder euer Land verschieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es gleich um zwei Erfolge und zwar habe ich die beide schon erledigt. Wir finden sie einmal unter Quest und dann Dragonflight und hier haben wir die Achievements. Wir machen die Zukunft und heiße Landung. Was müssen wir dafür machen? Für wir machen die Zukunft müssen wir Folgendes abschließen. Tötet jedes der Monster der Primalisten im Zorn des Sturms in der Zukunft der Primalisten. Und für heiße Landung haben wir die Aufgabe, tötet eins der Monster der Primalisten im Zorn des Sturms, während ihr mindestens 15 Stapel von Wärme habt. Ihr seht schon, da müssen wir etwa die gleichen Sachen absolvieren für. Und wo das Ganze jetzt stattfindet, will ich euch mal zeigen. Also die beiden Achievements sind mit Patch 10.05 reingekommen und da gab es auch ein neues Event oder gibt es ein neues Event, das schimpft sich einmal Zorn des Sturms. Dieses findet hier oben bei den Koordinaten 59, 82 in Taldrassus statt und hier habt ihr dann auch eine World Quest, wenn das Ganze ab ist. Dieser Zorn des Sturms ist quasi auf einer 5-Stunden-Rotation, heißt alle 5 Stunden fängt das Event an. Hält 2 Stunden lang, dann sind 3 Stunden Pause, dann geht wieder ein neues los. Wenn dieses Event losgeht und ihr habt einen Char, der die Voraussetzungen erfüllt, also Max-Level ist, World Quest freigeschalten hat, dann seht ihr das auch auf der Map und alle 5 Stunden habt ihr quasi 2 Stunden Zeit, das Ganze zu erledigen. Wenn ihr das schon erledigt habt und die World Quest weg ist, könnt ihr da trotzdem wieder hin und den Boss umhauen, so oft ihr wollt und Marken theoretisch farmen. Da müsst ihr aber halt dann in Gruppen reinhoppen. Und so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, die sind meistens unter dem Quest-Tab drin. Ihr habt gerade gesehen, ich bin jetzt in das Portal reingegangen, um dementsprechend hier in die andere Phase zu kommen. Und ihr seht, hier steht auch dran, der Zorn des Sturms. Ich habe den Boss eben schon umgehauen, bin jetzt aber nochmal in eine Gruppe reingejoint und kann dann quasi das ganze Event nochmal machen. Was müssen wir bei dem Event machen? Wir deaktivieren insgesamt 4 Portale, wie ihr hier seht. Da kommen Mobs raus, die killt man so lange, bis die deaktiviert sind. Und dann wird der Boss quasi aktiviert, nachdem die Portale deaktiviert wurden. Den haut man um. Und naja, fürs erste Achievement ist relativ selbsterklärend. Wir müssen insgesamt 3 Bosse umhauen. Es gibt einen Eisboss, einen Erdenboss und einen Windboss. Und während den 2 Stunden kommt in egal welchem Server immer der gleiche Boss. Also ist in den 2 Stunden immer der Erdboss da. Dann wartet ihr 5 Stunden, dann kommt der Luftboss im nächsten Event. Und dann halt als letztes der Frostboss oder umgekehrt. Also die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht genau, aber ihr müsst halt 3 verschiedene Bosse töten. Heißt minimal 3 verschiedene Events machen, um das hier abzuschließen. Heißt eine relativ einfache Angelegenheit. Das andere Achievement ist auch relativ easy. Ihr müsst insgesamt 15 Stacks von Wärme haben, während ihr den einen von diesen Bossen tötet. Wo kriegt ihr die Wärmestacks her? Wenn ihr hier in der anderen Zeitlinie seid und bei dem Feuer steht, dann stackt hier ein Buff hoch. Der Buff kann auf 25 stacken. Wenn ihr draußen seid, geht der Buff die ganze Zeit runter. Und wenn der Buff auf 0 ist, kriegt er sogar einen negativen Stack, also einen Debuff, der euch immer mehr Schaden verursacht, umso höher er stackt. Und ihr könnt es quasi dadurch negieren, dass ihr entweder wieder zum Feuer fliegt. Oder wir haben hier einen NPC, der verkauft uns transportable Wärmequelle. Und die können wir aufstellen. Ich kann euch das demonstrieren. Also wir fliegen jetzt mal irgendwo hier runter. Und jetzt achten wir mal auf den Stack. Der müsste jetzt nach ein paar Sekunden so langsam runtergehen. Ja. Seht, jetzt haben wir noch 21. Das geht immer weiter runter. Zwischendrin gibt es auch hier bei den Portalen, die wir ja deaktivieren müssen, dementsprechend Sachen, wo wir es wieder hochstacken können. Beim Boss ist sowas aber nicht dran. Heißt, ihr habt 2 Optionen, wenn dann. Wartet ihr, bis der Boss rauskommt und relativ low gehittet ist und fliegt erst dann von da oben runter und haut drauf. Das ist die eine Option. Oder die andere Option ist, ihr spielt quasi den Boss mit und stellt halt beim Boss, während ihr gegen den kämpft, quasi eure portable Wärmequelle auf. Ich kann die jetzt mal hier hinstellen, seht, da ist die. Die hat auch keine Abklingzeit, also ihr könnt euch theoretisch, wenn ihr genug Gold habt, da auch 100 Stück von kaufen und die ganze Zeit aufstellen. Die spawnt halt nach ein paar Sekunden. Auch wenn andere Spieler diese Wärmequelle aufstellen, könnt ihr euch reinstellen. Heißt, solange ihr ein paar von diesen portablen Wärmequellen dabei habt, ist es vollkommen gleich und ihr könnt immer und immer wieder dementsprechend diese Teile nutzen. Heißt, beide Achievements sind relativ einfach. Für das eine einfach die Wärmequellen mitnehmen und aufstellen. Ihr solltet natürlich auch nicht sterben, ne? Sonst habt ihr natürlich auch keine Stacks mehr. Und fürs andere müsst ihr einfach alle 3 verschiedenen Bosse töten. So, kleine Zusatzinformationen abseits von den Achievements. Für die Bosse, die könnt ihr immer und immer wieder töten während des Events, während den 2 Stunden. Ihr müsst halt einmal dann hier reingehen unter Quests und dann halt schauen, der Zorn des Sturms oder
Sturm hier einfach eingeben, dabei Gruppen reinqueuen, dann könnt ihr die Bosse immer wieder umhauen, auch wenn ihr die World Quest schon abgeschlossen habt. Kriegt halt immer 6 von den Marken. Und ja, die Truhe kriegt ihr nur einmal pro Event. Da sind dann auch ein paar Marken drin. Und mit den Marken wiederum könnt ihr dann verschiedene Sachen kaufen. Unter anderem gibt es einen Mount, es gibt ein Toy und ein Pet. Aber dazu werde ich, denke ich mal, nochmal eigene Videos machen, sobald ich das zusammengefarmt habe. Und ja, damit sind wir zu Ende mit dem kleinen Mount, mit dem Achievement Guide, so rum. Und ja, eines kann ich euch vielleicht noch zeigen, was ich gesehen habe. Es gibt hier auf Mana Crew, hatte ich gesehen, auch einen Zeitplan, wann die nächste Invasion ist. Und ihr seht, hier um 22 Uhr beginnt sie, bis 0 Uhr geht sie, um 3 geht dann das nächste los und immer so weiter. Ne? Also 5 Stunden Zyklus, 2 Stunden ist immer aktiv. Also da könnt ihr dann auch theoretisch nachschauen, um euch da die Informationen zu holen, wann das Ganze am Start ist. Gut, dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Guide wieder. Euer Tilar, bis dahin. Ciao.